jedes Fleisch ist Gammelfleisch, denn nach dem Schlachten tritt normalerweise eine Leichenstarre ein, die wir ja kennen aus dem Fernsehen von den Krimis. Gell? Wenn einer stirbt, dann ist er erstmal erstarrt und um diese Starre aufzulösen, muss man das Fleisch abhängen. Dieses Abhängen ist ein Verwesungs- oder Vergammlungsprozess, um das Fleisch wieder weich zu machen. Und manchmal hat man auf das Fleisch draufgeklopft und sonstige Sachen. Und diese Sachen, die sind eigentlich schon ein Teil eines degenerativen Prozesses. Und dieser degenerative Prozess, der bringt ganz viele Keime, Bakterien und sonstige Sachen mit sich. Und deswegen haben wir ganz, ganz viele Menschen, die an Fleischvergiftungen heute wirklich auch sterben. Und da gibt es nicht nur diese Skandale, die wir aus dem Fernsehen kennen, sondern es sind subtile Keime, Bakterien und sonstige antibiotikaresistente Keime, die sich im Menschen über Jahre erst entfalten und auch nicht so lokalisiert werden können, wie wir es glauben. Und wenn du zum Arzt gehst, sagt er dir nicht, das ist, weil du jetzt seit 30 Jahren das Fleisch gegessen hast, sondern er sagt, ach, du warst draußen gewesen, hast dir irgendwas eingefangen und hast jetzt deinen Infekt. Dabei ist es was ganz anderes.